Zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Herzlich willkommen bei Feel Good Fishing. Ich bin der Philipp und heiße euch herzlich willkommen. Wir sind heute an der Donau, am Hauptstrom und versuchen unser Glück auf den einen oder anderen Friedfisch, genau genommen auf einen Karpfen. Und wir haben sehr schwüle Temperaturen, 18 Grad. Es wird richtig stark regnen heute. Deshalb die erste Priorität, Zelt steht, Routen liegt eine aktuell. Ich werde mit drei Routen hier fischen. Eine mit Schneemann, eigentlich zwei mit Schneemann und eine ganz neu hier auf diesem Kanal. Heute wird es wurmig. Heute ist der Wurm drin. Wir versuchen mit einer Route vielleicht einen Aal zu überlisten. Ich habe hier einen Spot, der bekannt ist dafür, dass man hier auch Aale erwischen kann, vor allem die zur jetzigen Jahreszeit. Wir versuchen es einfach. Hier in der Nähe ist auch ein Einfluss, also ein Einlass. Da kommt Wasser rein in die Donau. Und das ist ein sehr markanter Spot, dass man hier nachts über vielleicht einen Aal überlisten kann. Wir machen quasi eine Karpfen-Aal-Session. Wir erlauben uns was. Und versuchen mal unser Glück. Ich bin optimistisch. Neuer Spot hier für uns. Wir waren ja schon oft auf Altärmen unterwegs hier im Kanal. Auf Raubfische oder auch Karpfen, jetzt hier an der Donau in Österreich im Hauptstrom bzw. hier eben eine Mündung vom Altdamm in den Hauptstrom. Hier ist die Strömung ein bisschen abgeflacht. Wir werden aber eine, soweit es geht, in die Strömung legen, eine Route mit einem schönen großen 30 mm Black Mamba Boilie von Bait Service Austria, probieren wir es, und eben in die Strömung, wo der Einlass kommt, wenn wir mit Wurmfischen. Ich zeige euch jetzt einmal den Spot. So, da sind wir zu Hause. Also hier kommt, wie gesagt, hier mündet, hier oben ist der Altdamm, der mündet hier in die Donau. Hier vorne sieht man den Spitz und da fließt der Hauptstrom dann weiter. Wir werden eine, so weit es geht, in diese Richtung legen, in den Strom. Ich werde später auch noch versuchen, mit dem Deeper euch den Untergrund zu zeigen. Möchte aber nichts garantieren, weil ich habe nicht die Extended Variation und also nicht die Extended Version. Und da geht es nicht allzu weit, das WLAN. Aber wir probieren es dann später. Hier, wie gesagt, eine Route liegt schon mit 20 mm Black Mamba und Schneemann, also mit noch weißem Poppy. 16er weißes Poppy drauf. Ja, Zelt steht. Hier ganz viel Gerödel, man kennt es, Trolley steht auch. Und das ist unser Spot für die Nacht. Jetzt heißt es mal weiter aufbauen, die zweite und die dritte Route legen, später dann vielleicht eben mit dem Deeper versuchen, euch den Untergrund zu zeigen. Allzu spannend ist es hier nicht, erfahrungsgemäß. Also erfahrungsgemäß, ihr müsst wissen, ich war hier vor mittlerweile 18 Jahren. Vor 18 Jahren war ich hier das letzte Mal als super, super kleiner Bub und habe hier ja, Brassen gefangen, Rotaugen, Karpfen aber auch. War damals eben mit Maden etc. unterwegs hier, wie man es halt kennt früher, mit Pose oder auf Grund, mit ein paar Maden, Grundfutter, ganz simpel. Aber hat Erfolg gebracht und waren auch schöne Sessions und so habe ich Angeln gelernt und da war ich genau an diesem Spot. Genau hier an diesem Spot. Und ich dachte so, back to the roots. Ich habe heute mal Lust, was Neues auszuprobieren, beziehungsweise was Neues, Altes. Habe mir hier diesen Spot gegönnt und sitze jetzt wieder hier. Und wir versuchen unser Glück.
Let's go, ist jetzt dabei. Yes! Der Wurm ist aufgefädelt, so wie damals. Kleiner Haken, Wurm einfach drauf, geballert, noch ein bisschen aufs Vorfach aufgezogen und jetzt raus damit. Klassisch Schneemann, wie man es kennt. Ich habe von Bates über das Austria die Black Mamba. Einer meiner Lieblingskugeln, bin ich ganz ehrlich, in 20 und 25, nein, 20 und 30 mm, 25 gab es nicht mehr. Zwei Haken von Fox und der geht jetzt raus. Let's go! Unser Freund, der Sieper, lässt uns wieder mal im Stich. Nein, also klingt jetzt so negativ. Super Ding und ich habe, wie gesagt, nicht die Extended Version, wo du richtig weit ballern kannst. Ich habe jetzt die Schwierigkeit gehabt, dass er immer wieder die Verbindung unterbrochen hat und gar nicht so weit ging. Ich habe nicht mal so weit geworfen. Es waren vielleicht 30 Meter, 35 Meter. Und er hat die Verbindung nicht mitgenommen. Aber das ist, wie gesagt, die günstigste Variante um 100 Euro und die hat nicht diese WLAN Super Extension, die wiederum die Versionen danach an die teureren. Ich erzähle euch einfach ganz kurz ohne Deeper, wie wir hier sind mit der Bodenbeschaffenheit. Hier zu unserer Linken, hinter mir, beginnt eine Insel. Man sieht hier so einen Einlauf und hier ist die Insel. Und wir fischen quasi vor der Insel auf ca. 0,5 bis 0,8, also ungefähr 50 bis 80 cm Wassertiefe. Sehr, sehr flach. Liegt aber auch daran, dass wir Anfang, Mitte Juni haben. Wir haben jetzt den 12. Juni Laichzeit und das ist ein super Spot, wo die Fische auch gerne mal herziehen, laichen. Hier beginnt die Insel. Hier sehr, sehr flache Area. Da haben wir maximal 20 cm. Da hinten auch dieser Schilfgürtel sieht man ganz gut. Man kann auch oft vom Festland auf die Insel gehen, wenn das Wasser nicht so hoch ist. Und hier vor der Insel sind wir unterwegs. Wir fischen in diesem Bereich vor der Insel 50 bis 80 cm Wassertiefe mit zwei Schneemännern. Und hier vorne, hier bei diesem Schilfgürtel, ist ein Einlass, wo auch wiederum Wasser einströmt. Man sitzt ganz leicht am Wasseroberfläche hier in diesem Bereich. Und da liegen wir mit unserer Wurmmontage. Hier ist ein steiniger Boden, schottiger Boden. Aufgrund der ständigen Strömung sammelt sich dort kein Schlamm an. Hier in diesem Bereich ist es super schlammig, sehr, sehr schlammig. Werde vielleicht dann später noch auf den Poppy wechseln. Mal schauen, was der Tag so bringt. Wir haben sehr früh, es ist jetzt erst 11 Uhr vormittags. Ich bin bewusst sehr früh angekommen heute, weil es eben ab Mittag regnen soll, stark regnen soll. Ich werde dann alles noch schön wasserdicht machen, in das Zelt geben und ja, die Routen erst am Nachmittag im Regen dann neu legen. Am Nachmittag oder frühen Abend vom Schlafen gehen, die zwei Boilie-Routen neu legen. Wurmroute, zwischendurch immer wieder mal checken, ich werde sie gleich wieder rausholen. Da habe ich so, dass ich eigentlich im 30-Minuten-Takt wechsle, weil vor allem in dieser Flachzone ganz gerne mal auch die Kleinen den Wurm runterziehen, dann ist er weg und dann liegt die Route umsonst drin. Da wechsle ich immer im 30- bis 40-Minuten-Takt, werde ich jetzt wieder rausholen. Genau. Dann hören wir uns später wieder. Ich nehme euch jetzt einmal ein paar schöne Impressionen hier auf an der Donau in Niederösterreich. Viel Spaß mit dem Video. Und wenn es euch jetzt schon mal gefällt, gerne mal einen Kommentar und ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Ist kostenlos. Ihr erfahrt immer wieder, wenn neue Videos kommen. Und ich weiß, dass ihr mehr und neue Videos wollt. Und mach einfach weiter damit. In diesem Sinne, bis später.
ist er, der erste Schuppi. Der erste Fisch hat nicht lange auf sich warten lassen. Kein Riese, aber in der Donau zählt jeder Fisch. Schöner Schuppenkarpfen. Man sieht, der ist schon gut lädiert. Man hat hinten an der Schwanzflosse sich eine Wunde. Die eine Seitenflosse ist leicht, die ist schon gerissen. Aber schöner Fisch und der kommt gleich retour. Vielen Dank und der geht zurück. So, aktuell 15 Uhr. Der Hunger kommt oder der Hunger ist da. Und heute machen wir uns ein richtig leckeres Schwammerl-Ragout. Ich habe Pfifferlinge, Kräuterseitlinge und Austernpilze gestern noch organisiert. Ganz frisch und die gönnen wir uns jetzt ganz fein mit ein bisschen einer Rahmsoße und noch fein Brot dazu. Jetzt gleich mal Zwiebeln anrösten. Ich zeige euch das mal. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Da sind schon mal Zwiebeln drin, die werden jetzt angeröstet. Hier Austernpilze, hier die Kräuterseitlinge ganz frisch und hier auch noch Pfifferlinge. Alles noch jetzt geschnitten. Hier angeröstet mit den Zwiebeln und dann noch Brot dazu. Ah, mit dieser Aussicht, was willst du mehr? Traumhaft, oder? Traumhaft. Aktuell ist die Sonne wieder da. Es hat kurz mal geregnet. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich koche jetzt mal und zeige euch dann das fertige Gericht. Das Pilzragout ist jetzt fertig. Und schmeckt richtig gut. Pilze noch bissfest. Genauso soll es sein. Leute, nehmt euch Pilze mit. Zwiebeln anrösten, Pilze dazu, den Pilzen Zeit lassen, weil die lassen Wasser nach der Zeit. Die könnt ihr dann im eigenen Wasser einfach ein bisschen mitköcheln lassen. Rahmer dazu, auch noch einmal aufkochen, Salz, Pfeffer, fertig ist das Ganze. Jetzt ein super Menü, noch ein Brötchen dazu, top, gibt's nichts. Und ihr habt ein super Essen, gesund, Mahlzeit. Zweiter Schuppi, kein Riese. Aber wie gesagt, Donaukarpfen, da zählt jeder Fisch. Und schaut sich mal die wunderschöne Färbung an, bei der Schwanzflosse, wie schön hell und rötlich zugleich. Die ist geiler Drill, sehr kampfstark. So sind sie in der Donau. Danke, danke. So, ein kleiner Spritzer. Jetzt sofort wieder retour ins Wasser mit dir. Das war der erste Fisch auf Wurm, somit enttäuscht Wurm. Nicht auf der kompletten Linie. Nein, also ich hab erwartet, dass viel mehr geht auf Wurm. Immerhin sitzen wir jetzt schon 5 Stunden und ja, Wurm ist eigentlich so ein, bringt immer Fisch. Jetzt einen kleinen Karpfen gebracht. Wunderbar. Jetzt schauen wir, dass noch mehr geht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich in der Nacht Wurm belassen werde oder dann switche von Poppy. Mal schauen. Noch eine kurze Side-Note, beide Karpfen, die gekommen sind, die größeren, die zwei, haben beide auf den Schneemann gebissen. Black Mamba 20 mm in Verbindung mit 16 mm Poppy, weißes Zitrus-Poppy war das, ja genau. Und der Wurm hat aktuell nur den kleinen Karpfen gebracht, den Satzkarpfen, der Mini-Mini-Karpfen, der sofort wieder retour ging. Wurm ist echt schwach, also ich wechsle immer wieder, merke, dass er runtergezogen wird, immer ganz kleine Bisse, wechsel und habe wieder raus, aber mehr als eine 12 Wurmbox verbraucht habe ich noch nicht. Ich habe noch eine zweite mit, eine zweite 12er, also schauen wir mal, vielleicht holt Wurm noch auf. Geil wäre in der Nacht, wenn wir da, wie gesagt, auf Aal versuchen, probieren wir es. Das Gewitter ist jetzt angekommen bei uns. 18 Uhr,
Entschuldigung, 19 Uhr und jetzt donnert es, blitzt es und jetzt geht es so richtig ab. Starkregen hat kurz aufgehört. Jetzt kommt kurz eine Pause, eine Regenpause. Ich habe es mir gemütlich gemacht in meinem Schlafsack. Fox EOS 2 Sleeping Bag, so für Sommer und Frühling ideal. Der ist ganz dünn, aber trotzdem schön kuschelig, da wird er nicht kalt. Ja, schauen wir, was die Nacht bringt. Jetzt mal Gewitter überstehen. Bin mir sicher, dass gleich der nächste Blitz wieder kommt und Donner. War jetzt nicht so spektakulär, wie ich es erwartet habe. Macht nichts. Hinlegen, abwarten, Tee trinken. Und die Nacht bricht auch bald herein. Nach dem zweiten Karpfen, größeren Karpfen, ist nichts mehr passiert. Ich habe jetzt auch die Wurmrute umgebaut und fische jetzt mit dreimal Schneemann. Black Mamba mit weißem Poppy drauf. Schauen wir, was die Nacht bringt. Ja, das ist gut, sage ich auch. Schönen guten Morgen, der klassische 3.40 Uhr. Guten Morgenkarpfen ist gekommen. Klein, rund, hat trotzdem 11 Kilo, gutes Bäuchchen. Schöner Drill, war ein harter Drill. Jetzt um 3.40 Uhr, 3.30 Uhr. Aber schöner Karpfen, klein und rund, so soll es sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Die Nacht hat noch eine Barbe gebracht, kurz nach dem total runden Karpfen. Und das war's dann auch. Sonst ging nichts mehr. Ich werde auch an dieser Stelle jetzt das Video und die Session beenden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Resümee ziehe, bin ich super happy mit dieser Session. Wir haben drei wunderschöne Karpfen gefangen, drei besondere Karpfen, auch von der Form. Jeder für sich eine andere Form gehabt. Keine Riesen, aber auch keine kleinen. So, wir waren da immer zwischen 9 und 12, 13 Kilo bei diesen drei Fischen. Ich bin happy, vor allem auch wieder diesen Platz hier gesehen und erlebt zu haben, wie auch ich das früher gemacht habe in der Kindheit. Ich hoffe, jetzt euch hat das Video gefallen. Abo da lassen, damit ihr keine zukünftigen Videos verpasst. Ist wie gesagt kostenlos und ihr gebt mir damit ein Zeichen und zeigt mir, dass ich mehr machen soll, mehr Videos rausbringen soll. Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Feel Good Fishing. Aber jetzt, pfiat euch bei Feel Good Fishing.